Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem mal etwas anderem Spiel, nämlich Left 4 Dead 2. Und Left 4 Dead 2 ist ein Koop-Spiel, deswegen habe ich mir jemanden eingepackt. Und wen habe ich mir da eingepackt? Das war dein Einsatz? Mich natürlich, Cram Fresh. Ja, natürlich, der einzig war Cram Fresh. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner. Nur ihn gibt es. Und welche beschissene KI-Einheit habe ich hier übernommen? Geil. Cram, sag mal was. Ja, ich sag gerne was. Okay, ich sollte das Spiel vielleicht noch ein bisschen leiser stellen. Eigentlich mache ich das, gehe ich mal hier in die Ecke. Professionelles Zeug hier, was wir hier abziehen, hier so, ne? So. Ja, das klingt schon besser. Cram. Ja. Bist du auf dem Server? Ja, ich spiele bist, schon, aber bist ich du gegen mich? Du bist gegen mich, ja, du bist ein Arschloch. Cram ist der Typ mit 0 Punkten, das erkennt man eigentlich, dann erkennt man Cram eigentlich grundsätzlich ziemlich gut, er ist immer der Schlechteste. Ja, oh, das ist ein Boomer. Den habe ich zu spät gesehen. Hoffentlich ist mein Teammate so intelligent und deckt die andere Seite. Wow, er ist nicht intelligent. Hilfe! Hilfe, was ist hier los? Ich kann mich nicht bewegen. Ich wurde gerade ausgerüstet. Mann, mein Team hilft mir wieder nicht. Blödes Team. Wir konnten die einfach alles in mich reinlassen. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Achso, der andere ist auch umgefallen, darum. Ups, okay, ich nehme alles zurück, mein Team hilft mir, ich bin einfach nur blöd da reingerannt. Darf ich mich heilen, ey? Ah, man kann... Kann man erst was Besseres spawnen? Yeah, das ist Zufall, als was du spawnst. So, Zufall, okay. Ja. Wenn komm, das Zufall dir... ist... Oh. Eine Schrotflinte sollte man übrigens nicht in Richtung Teammate schießen, Herr Triple F. Boah, ich will den zwei Knarren haben. Verstehe nicht, warum KI-Einheiten nie die zweite Knarre mitnehmen. Geht down. Wo ist unser Team? Da, okay. Komm, 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 komm. Das ist eine gefährliche Stelle. Boah, ich sag doch, das ist eine gefährliche Stelle. Das Team, ey. Das ist immer das Problem bei Spielen, die teammäßig laufen, wenn das Team sich nicht auskennt in dem Spiel. Es ist zwar nervig für die Neuen, dass man sich, das ist immer das Problem bei diesen Teamspielen, dass man sich, erstmal muss man sich auskennen. Die Leute, die gut sind, nervt es, dass die Leute, hallo? Achso, da ist noch. Ich bin wieder mal gesterbt, ich habe immer noch 0 Punkte. Jetzt kommt aber mit. Ey, ich habe 0 Punkte. Ja, du musst lernen, mit den Dingern umzugehen, genau das ist es. Ja, jetzt mit den Zombies. Guck, was ich im Chat schreibe. Genau das ist das Nervige bei solchen Teamspielen. Die einen müssen es lernen, wenn sie es noch nicht richtig gut können. Und die anderen, die es, wo es hier die Schlimmkotze ist, überall. Geil. Ja, ja toll. Gut. Der eine hat mich gerade im Chat gefragt, ob ich Left 4 Dead 2 spielen kann. Soll ich meine ehrliche Antwort geben? Sag, schreib 9. Nein, es ist ja... Wie gesagt, man muss das Spiel halt echt lernen. Vor allen Dingen die Zombies muss man lernen. Die sind... Oh, ja. Das ist nicht so selbstverständlich, wie die funktionieren. Es werden bestimmt wieder alle dementieren. Nein, das ist doch voll... Okay, Alice, heil mich. Das ist mir nur recht. Können wir bitte? Was? Cram wird rausgeworfen? Oh, fuck you. Da, ich gehe auch, dann habt ihr halt ein Teammate weniger. Oh, lol. Nee, das ist lustig, weißt du? Du kriegst nicht mal die Chance, es zu lernen. Du kriegst nicht... Genau, das ist das Problem bei solchen... Das ist genau das gleiche wie bei League of Legends. Ich bin auf dem Server drauf. Könnt gleich beitreten. Genau das gleiche wie bei League of Legends. Die Leute, die es nicht gut können... Also bei League of Legends haben sie ja inzwischen einiges dafür getan, aber gerade bei solchen älteren Spielen hier auch jetzt hier bei Left 4 Dead 2 oder auch bei zum Beispiel Payday oder so, wenn du das Spiel nicht von vornherein spielst, bist du echt am Arsch, weil du es nicht kannst. Du, ich kann dir nicht beitreten. Ah, weil noch jemand gleichzeitig mit mir reingejoint ist. Kommst du da drauf? Da ist noch ein Platz bei meinem Team frei. Ja. Jawohl! Endlich! Endlich! Wenn ich hier so dem Server gehegt werde, schreibe ich offiziell eine Beschwerde an Left 4 Dead 2. An Valve. Hallo Valve, bitte sperren Sie mich nicht mehr. Für die, die das jetzt wahrscheinlich nicht mitgekriegt haben, meine Zuschauer hier, die haben wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich geschnitten. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, gerade bestimmt 10 Minuten nach einer Lobby gesucht oder so. Nicht ganz 10 Minuten, wahrscheinlich 8 Minuten nach einer Lobby gerade gesucht, weil alles voll war. Hat sie angefühlt wie 3 Stunden. Ja, also echt eklig. Aber warum stirbt denn der hier gerade? Das ist nicht cool. Ich kann nicht in der Nähe von Überlebenden spawnen. Nee, das nicht. Oh Mann! Okay. Ich hasse es. Ich hasse das. Wow.
Wow, okay. Hey, aber ich hab dich umgebracht. Herzlichen Glückwunsch. Auf dir rumgehackt. Ja, meine Güte, ich bin da halb tot in voll scheiße gespawnt gerade. Das war jetzt echt gerade nicht geil. Meine ganzen Waffen waren leer. Die können mich jetzt nicht kicken, weil sie sagen, ich habe keine Punkte. Das geht es nicht. Ich hab Punkte. Wahrscheinlich viele, aber Punkte. So, jetzt musst du als Überlebender einfach durch. Ach nee, jetzt müssen wir die Cutscene gucken. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, sie würden sich freuen über Left 4 Dead 3. Aber Left 4 Dead ist, glaube ich, genau das gleiche wie Half-Life und alles andere. Valve kann einfach keine Trilogien aus irgendeinem Grund zu Ende bringen. Ich weiß nicht, mögen die Trilogien vielleicht nicht so sehr? Vielleicht hat ihnen mal eine Trilogie wehgetan? Keine Ahnung. Vielleicht hassen sie auch einfach nur ihre Spieler in Wirklichkeit. Oh nein, jetzt haben die Stände da. Das wollte ich ja vermeiden. Hey, ich wollte den doch eigentlich kriegen. Hallo? Hey, hallo, jetzt aber. Jetzt ist echt lächerlich gleich. Hallo? Hey, ich krieg den doch wohl definitiv. Das ist aber echt dämlich. Ja, ich sehe dich, mein Lieber. Alter. Endlich. Alter, das war jetzt aber gerade der Geburt hier, bis ich den mal gekriegt habe. Und dann nur 3 Punkte dafür. Krem? Ja. Ich will dein Leben zur Hölle machen. das machen viele Leute schon. Ja, ich weiß, aber ich bin ein Besonderer. Weiß. Übrigens, jeder, der Krem noch nicht wirklich kennt, der sollte mal die TNT-Aufnahmen sehen. Da war er fast immer dabei, oder? War voll oft dabei. Ja, meistens. Und meistens hast du mir in den Kopf geschossen. Ja, komm, die paar Headshots da. Das ist nicht sozial, das tut weh. Was will ich mit Jockey? Was will ich denn hier als Jockey? Kann ich ja gleich erstmal beginnen. Meistens ist Sniper ganz in Ordnung. Ah! Wow. Das war eine ganz gute Sache sogar. Alter, was macht der einen? Der hat da bestimmt irgendwo Boomerkotze so. Und Schleim. Boomerkotze und Schleim war das bestimmt. Krem, lebst du noch? Ja, ich lebe. Ah, Mann, du lebst noch. Das ist ja voll mies. Ich hab die falsche angegriffen. Ich muss diesen Glatzkopf da angreifen. Ah, Jemine. Ja, man merkt vielleicht, dass wir ein kleines bisschen angepisst waren davon, dass Krem gebannt wurde auf dem Server, nur weil er das Spiel nicht so gut konnte. Das hat so ein bisschen genervt. Weil, man, er kann ja nicht dafür. Meine Güte, und da schreit jemand. So, boom. Viel Spaß. Punkte für mich. Hey, wo bleiben meine... Greift ihn an. Greift Krem an. Jawohl, Krem, ich hab dich voll gekotzt. Ich hab dich richtig angekotzt, du Sau. Stirbst du gerade? Nein. Ich bin ganz schön stinken. Haha, mir würde Boomer kurz so stinken. Ah, ich bin so lustig. Findest du nicht? Ich glaube, Krem mag mich nicht mehr. Ich muss mich gerade selber heilen. Müssen wir gleich ein bisschen Verband anlegen. Komm mal her, mein lieber Krem. Ich hab dich doch so gern bei mir. Oh, jetzt bist du in der Schleimkotze. Was macht denn der Jockey? Warum geht er nicht in den Schleim rein? Was ist mit dem los? Okay, jetzt war es doch intelligenter. Die sind dumm, die Typen. Warum schlagen die denn immer? Schieß doch mal. So. Hörst du mal auf, hier rumzukotzen? Ich bin das nicht mehr. Achso. Bin jetzt der Kerl. Bin der da. Hey! Mann, ich hasse den Charger irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann mit dem nie zielen. Ich treffe mit dem echt nie. Bist du an, ey. Bin so schlecht daran. Noch 30 Sekunden. Dann bin ich wieder da, um dir das Leben zu helfen. Immerhin funktioniert das Teamplay. Ich muss sagen, das Spiel ist echt sehr taktisch. Wenn man das in 2 Teams spielt, dann spielen die natürlich ganz anders. Dann ist das richtig heftig. Ja. Dann geht das auch ganz anders ab. Aber es ist halt
Wie man sieht, ist nicht mehr so viel los in dem Spiel und ja. Oh, und ich hasse Kinder, die immer ihr Mikrofon reinpusten. Oh ja, das ist irgendwie. Das stört auch ein bisschen, finde ich. Ein bisschen? Nein, wieso machst du die Tür hinter mir zu, der Idiot? Mein Gott, komm mal. Jawohl, jawohl, holt ihr euch! Stirbt vor ihm! Ah, Mann, wir haben versagt. Wie viele Punkte habe ich jetzt gekriegt? Viele. Ja, 500 oder so. Ja, die Punkte zählen immer ins Team rein. Wenn man überlebt, weißt du? Und nur als Untoter kann man Punkte während der Runde sammeln. Geil, jetzt sind wir nochmal Infizierte. Schade, kann ich euch gar nicht richtig das nicht infizierte Gameplay zeigen, aber das infizierte Gameplay ist eh immer cooler. So. Alter, Krem, Alter. Ja. Uncool, uncool. Was habe ich mehr Punkte als du? Nein, weil du voll in dein Mikro geatmet hast. Aber so Oh, richtig so. Darth Entschuldigung. Vader atmen. Oh, ich bin. Ja, boah, willst du nicht wissen, dass ich. Ich bin vielleicht Darth Vader. Weißt du's? Na dann zahlen wir Alimente, Papi. Oh, ich habe die Tür aufgemacht. Uncool. 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 Nein, die Tür ist noch nicht richtig offen. Oder doch? Komm, Krem, komm, trau dich. Kommt, traut euch. Der Jockey da. Mann, worauf wartet ihr denn? Weißt du, dieses Anfangs, ich trau mich nicht raus, die werden uns bestimmt alle killen. Ja. Hör auf. Schwierig. Nein. Hi. Hab ich voll getroffen. Habe ich auch noch Mann, genau das den war voll richtigen dumm. getroffen. Halleluja. Er hat sich schön auf den Boden gehauen. 12, 11, 10. Oh, der Jockey haut dich gerade. Wow. Wer ist der arme Klecks, der gerade am Boden liegt? Der Typ ist gerade relativ gedummt worden. Ne? Hat gar keine Chance. Hey, ich hab sie doch getroffen. Definitiv. Komm, verpiss dich. Jawohl, ich hab ihn runtergehauen. Autsch, das. Wow. Wow. So much hate. Hey, Krem, du hältst ja noch ganz gut durch. Oh, doch nicht. Nein, das war's jetzt mit mir wahrscheinlich. Ja, das war's Ja. allgemein. Wow. Ich bin einmal gespawnt. Ne, zweimal bin ich gespawnt. Geil. Hab dich nochmal angekotzt. Okay, das war heftig. Oh, shit, Cram Fresh, willst du mich verarschen? Du bist als erstes draufgegangen wahrscheinlich. Ja, ich. Eigentlich, nee, er, nee. Keine Ahnung, der Typ motzt hier rum. Du hast eigentlich gar nichts gemacht. Was solltest du denn machen? Die 2 Millionen Zombies, die da vor dir lagen, Ja, töten, oder was? genau. Sonst noch Wünsche oder Ja, was? ich meine, hallo. Du bist als erstes gestorben. Es wird darauf gewartet, dass die Überlebenden die Schutzliste. Komm, Leid, komm doch auch mal raus. Komm, trau dich, Ich los. habe schon das Blech weggemacht. Die anderen sollen jetzt die Tür öffnen. Hallo? Also bevor du hier auf Dinger. Und du weißt, an mir rummacht und selber so feige seine Tür nicht aufkriegen. Nee, ich warte darauf, dass die hier bereit sind. Nicht Komm. du, der andere, Komm der jetzt. rumgewotzt hat vorhin gerade. Komm jetzt. Ich sehe doch da oben jemanden. Kommt jetzt raus. Weg. Hallo. Jetzt sag mal, Team. Team, please. Könnten wir jetzt bitte mal hier loslegen? Hey, ich hab Punkte bekommen, weil ich auf dich draufgesprungen bin. I. Ich hab Bin ich dich, ja. runtergefallen, ey. Go. Go, go, go. Ah, das ist echt schwer, weil hier sind so viele Zombies. Warum sind denn die da überhaupt unter das Ding vorhin gegangen? Ihr könnt doch hier runter.
Ich müsste doch so hier runter. Weiß gar nicht, wo man hin muss. Ah, wir sind schon besser als ihr. Was macht denn ihr da oben? Meine Güte. Ups. Ja, du hast mich erwischt damit. Echt? Gott sei Dank. Mit Explosion. Kein Fleisch gegen Leid. Fuck. Geh weg. Allesamt. Ey, cool, ich krieg Punkte, weil du trotzdem noch beschädigt wirst. Geil. Ja, ich werde von den Zombies angegriffen. Das ist der Vorteil vom Boomer. Wenn du die Leute ankotzt, dann gehen alle Zombies auf sie. Das ist total heftig dann. Und du siehst halt selber nichts. Komm, jetzt nehmt mir halt mal die Zombies ab. Sind das so schwer? Das Ding, ja. Oh, und eine Axt, das ist auch cool. Eine Axt ist immer cool. Mal. Ich dichte dir einen Krabbstieg an und keiner checkt das. Hallo! Ey, also manchmal frage ich mich echt, wo mein Team mental retard ist. Ich stand hinter dir, hab dich die ganze Zeit angekrapscht. Das hat keinen interessiert. Thanks. Manchmal frage ich mich auch, ob ich mental retardet bin, dass ich so weit reinlaufe, aber. Aber dann gib mir halt die Adrenalinspritze, okay. Warum hab ich die mir? Ich würde trotzdem gern heilen. Ich hätte die Adrenalinspritze, glaube ich, nicht nehmen sollen. Dumm. Aber es klingt geil, wenn man die Adrenalinspritze nimmt. Also ich habe gerade keinen Soundbug, das ist normal, wenn man die Adrenalinspritze nimmt. Charger? Hab keinen gesehen. Ich habe gerade so eben als Charger bin ich gerade voll in die Masse bei euch reingelaufen. Nein! Oh, ich bin am Arsch. Ist hier gar nichts. Nein! Alter, was ist denn hier los? Das war ich. Ja, warum bist denn du das immer? Hast du gar kein Team? Was ist mit deinem Team los? Kommt jetzt, komm. Nee, ich hab's auf dich abgesehen, weißt du? Du hast es auf mich abgesehen und ich immer auf dich, weißt du? Das ist so. Ich hab jemanden gekillt. Eine Win-Win-Situation. Nee, doch nicht. Es ist keine Win-Win-Situation, wenn ich verliere dabei. Ja, ich hab schon 95 Punkte, also das war nicht so rummeckern, der Gegner. Wohl wahr. Dass ich so schlecht bin. Ach, die ist ein Heulsusen. Und warum werde ich jetzt mit meinem eigenen Team auch noch beschossen? Das ist total mies. Kommt her? Bist du da schon wieder? Ja, aber hat irgendjemand eine Folge gekotzt? Nee, ich glaub, das war ich nicht. Ich hoffe doch. Mich hat jemand gerade mit der Zunge hergezogen, deswegen. Achso, nee, ich habe gerade versucht, irgendjemand. Eigentlich wollte ich dich gerade voll kotzen. Falls ich es getroffen habe, weiß ich gar nicht. Stirb. Hilfe! Jockey! Warum sind denn alle auf gegen mich hier? Das ist total abwiegend. Na gut, ich habe am Anfang halt am meisten noch mitgekriegt. Alter! In meinem Team ist immer so ein kleines Kind, das rumschreit. Das nervt. Das nervt derbe. Komm, lass mich da durch. Hallo? Warum bleiben wir stehen? Warum bleiben wir immer stehen? Erklär mir das mal jemand. Warum rennen wir nicht einfach durch? Ja, weiß ich auch nicht, weil die rennen lieber hinterher und. Dann lass mich jetzt wenigstens liegen und lauf weiter, wenn das hier nicht geht. Ah, ich sehe, was das Problem ist. Feuer. Nein, nicht nur. Ja, unter anderem Feuer. So. Okay, könnten wir jetzt bitte weitergehen? Also müssen wir da rein? Ne, wir müssen da nicht rein. Wir müssen da hinten rein. Kommt jetzt mit, ey. Schrecklich. Warum werde ich jetzt schon wieder geheilt von jemandem? Hi. Okay, dann heil mich. Kommt. Ha, ich habe voll in euch reingekotzt. Okay. Das hat uns aber nicht wirklich getroffen. Ja, aber wenn... Ja, nicht ganz. Aber bald treffe ich euch ganz. Aha, bald. Also bist du noch am Leben? Sicher lebe ich noch. Ja. Willst du wissen? Komm, weg. Alter, warum stirbt das wie ich nicht? Die Sniper. Jetzt habe ich euch aber getroffen. Ja, ein bisschen. Darum geht's. Ich hab so in etwa versucht, in die richtige Richtung zu kotzen. Okay, es klingt pervers, ist aber so.
Am besten nur die Nahkampfwaffe wechseln. Ich kann gerade niemandem helfen, weil ich nichts sehe. Total blöd. Ich geh weg. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ups, jetzt habe ich meinen Teammate angeschüttet. Rohrbombe. Ne, erstmal Molotov. Schön, dass Molotov ein Spiel immer unendlich lang brennt. Ja. Betätigt den Türschalter, los. Stirb! Ja! Hey, ich hab diesen Monster ganz schön zugesetzt gerade. Ja, ich merk's. Hilfe, ich werde zerquetscht! Ich kann die Tür nicht öffnen, weil dann zu viele Zombies kommen würden. Der Charger ist gut, Mann, der rennt ja, auf ihn zu. Der Charger ist gut, wenn du damit zielen kannst. Ich kann damit einfach nur nicht zielen. Ich bin halt ich bin gespawnt, hab aus der Ecke rausgeguckt, ihn gesehen, auf ihn zugebracht und ihn gegen die Wand gedrückt und dann immer gegen den Boden. So nach dem Motto Hirn rausquetschen. Warum gibt denn der mir jetzt das Ding, hä? Das braucht die Frau. Oder er selbst. Ich brauch doch jetzt nicht das Heilteil. Komm, geh weg! Alter. Alter! Team! Hilf mir! Mann! Ich sitze auf dieser Jones drauf und tu sie. Nein, das war. Ich glaube. Au, 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 ich bin tot. Das war's. So ein Scheiß.